2, als ich das Video aufnehme. Ja, ich habe vergessen, dass da auch noch so eine Ankündigung vom 6.12. eigentlich gemacht gehört, ja, beziehungsweise zur MK vom 6.12. Das ist mir jetzt gerade eingefallen und deswegen kommt das Video jetzt. Also so viele Themen hatten wir auch gar nicht. Denkt dran, die Links zu den entsprechenden Themen, wenn was verlinkt ist, immer dem Protokoll entnehmen. Erstes Thema war die Nachbewerbung von Kevin mit seinem Sarutama. Der wollte da zwei Techniken haben, die so nicht im Balancing sind. Wir haben diese jetzt so weit angepasst, dass er erstmal aus seiner Rasengan-ähnlichen Technik das Rasengan als Voraussetzung streichen muss. Denn wenn es als Voraussetzung drinsteht, ist das auch eine Technik, die die maximale Chakra-Manipulation fordert, weil das Rasengan hat als Voraussetzung die Chakra-Manipulationsstärke, würde bedeuten, dass die Technik so in dieser Form nicht möglich ist, da das Rasengan in seiner geschlossenen Form für sich schon das Maximale der Chakra-Manipulation darstellt und seine Form nur dann nochmal verändern kann, wenn sie mit was anderem gemischt wird, zum Beispiel mit einem Element. Ja, das wurde so erklärt. Und deshalb wird er die Technik jetzt so anpassen, dass er nur das Rasengan praktisch, dass er dadurch halt nur auf die Idee kommt. Und dann wird das aus den Voraussetzungen gestrichen. Dann ist die letzte Technik ist dann so in Ordnung. Eine Wortzahlreduzierung gibt es dafür natürlich dann auch nicht. Seine erste Technik, diese, sag ich jetzt mal, diese Explosionsgeister, die waren auf der Bunshin-Basis, waren die gedacht im Sinne von, ja, diese Doppelgänge, die kopieren ja praktisch, wenn ein normales Kagebunshin erschaffen wird, Stärke und Geschwindigkeit des Anwenders und der Chakra-Verbrauch richtet sich nur fürs Erschaffen und durch das Kagebunshin-Prinzip wird die Stärke des Anwenders dann konvertiert in Explosionskraft. So war es gedacht, dass das natürlich mit einem mittleren Chakra-Verbrauch dann sehr schwere Schäden zu erzeugen, nur wenn der Anwender stärker ist, ist natürlich nicht im Balance. Deswegen wird die Technik komplett von Kevin überarbeitet. Die Schadenswerte der Geister müssen auf Chakra-Basis sein und dementsprechend wird Kevin eine neue Version dieser Geistertechnik ausarbeiten und das Ding wird dann, beziehungsweise die ganze NBW wird dann einfach neu bewertet. Und dann sind auch mit der NBW alle zufrieden. So, dann kommen wir als zweites Thema zu einem User-Thema, das von Tina aka Ania gestellt worden ist. Es kam dazu, sage ich jetzt mal, Problemen mit diesem offenen NBW-Bereich. Tina hat sich da Gedanken drum gemacht, dass der Bereich laut ihrer Sicht zwar positiv ist, sie sich aber durch dieses ihr müsst euch da melden, sonst VWP ein bisschen gestört fühlt, plus die Tatsache, dass der Steph in Anführungszeichen versucht, erweitertes Controlling zu betreiben. Das Controlling ist in dem Fall richtig. Nochmal der Hinweis, der offene NBW-Bereich ist nur gültig für Jutsus, das heißt für offene Jutsus, die er erlernt, weil es eben einen Richtwert für uns gibt, wie viele Jutsus jemand offen hat oder haben darf, bevor wir da einen Riegel vorschieben müssen, dass die Leute sich eben um ihr normales RP auch kümmern und nicht nur stumpf Trainingspost schreiben. Das ist einfach der Hintergrund daran. Und da das für ein Steffi unmöglich ist, das Ganze zu kontrollieren, hatten wir damals beschlossen, ihr müsst offene NBWs in der Signatur verlinken. Das heißt, dieses Controlling erfolgt durch diese Signatur-Gekrempel, was du, Tina, ja auch schon gemacht hast, erfolgt das ohnehin. Ja, wir haben dann nur gesagt, okay, das in der Signatur voll zu spammen. Die meisten Leute, die wollen da Charakterthemes reinhauen oder sonst was. Und das überfüllt dann die Signatur und deswegen doch lieber übersichtlich als extra Bereich für alle Charaktere.
Ich persönlich nutze den Bereich auch für meine anderen NBWs. Einfach, weil ansonsten habe ich sie immer in ein Textdokument gespeichert oder als Lesezeichen im Firefox. Und jetzt habe ich das alles direkt schön übersichtlich im Forum und kann das dann streichen, wenn ich eine NBW abgearbeitet habe. Aber ich denke, dir ging es nicht um den Sinn dieses offenen NBW-Bereiches, weil den hast du ja erkannt, dass das sinnvoll ist, sondern einfach nur um den Zwang. Es geht einfach darum, dass wir in unserem Forum nach einem, ich sag jetzt mal, Gleichheitsprinzip gehen. Gleiches Recht für alle, gleiche Regelungen für alle, die man nur durch eine Ausnahme umgehen kann. Und deswegen haben wir dir auch diese VWPs gegeben, weil es klar war, dass dieser offene MBW-Bereich gemacht werden muss von jedem. Es war ebenfalls klar, dass wenn man das nicht macht, dass wir dann nochmal erinnern und VWPs dann geben. Und es wurde auch lang und breit in dem Video erklärt, wofür dieser offene MBW-Bereich eigentlich da ist. Und deswegen, dieser Controlling-Faktor, wie gesagt, ob ihr jetzt dem Staff-Team die Arbeit erleichtert und auch euch selbst, weil ihr ja die NBWs weiterhin und alles selbst verwalten dürft, das hat ja damit gar nichts zu tun. Wenn ihr diese, es bricht niemandem Bein ab, wenn man eine NBW stellt, die ohnehin schreibt, oben einen Link zu kopieren und das gleich in den offenen NBW-Bereich da reinzuhauen, sofern es natürlich Jutsus sind. Ja, das bricht niemandem Bein dabei ab und ihr erleichtert dem Staff-Team einfach ungemein die Arbeit, weil ihr wollt ja auch, dass eure NBWs zeitnah bewertet werden. Und wenn wir dann so einen Kandidaten haben, der gute Peter, ich nehme dich mal als Beispiel, weil du halt früher sehr, sehr oft Jutsu-NBWs gestellt hast und die dann, keine Ahnung, im Verlauf von einem Jahr dann 50 Jutsu-NBWs abgearbeitet hast. Wie soll da das Dev-Team den Blick behalten? Deswegen ist die Regelung da und deswegen gilt das natürlich auch für dich, dass du dann bitte deine Jutsus da reinstellst. Ja, ich meine, ihr könnt auch in Zukunft, wenn da wirklich mehrere sagen sollen, ja, wir wollen das Controlling nicht in Anführungszeichen, das Controlling findet eh statt. Und wenn ihr das offene NBW-Ding nicht wollt, was ja eigentlich nicht der Fall ist, weil der Vorschlag kam ja auch gut an, dann dauert das halt länger entsprechend zu bewerten. Ja, das nur jetzt zu dem Thema. Und ja, ich hoffe, dass damit alle Fragen beantwortet sind. Sollte da noch irgendetwas unklar sein oder noch irgendwas unfair empfunden werden oder nicht richtig passen, dann sagt das einfach und dann können wir das entsprechend nochmal versuchen zu klären. Aber das Thema ist jetzt erstmal durch. Kommen wir zum dritten Thema. Das ist ein Thema, welches ich gestellt habe. Aufgrund eines persönlichen Anliegens in Anführungszeichen. Ich habe mir angeguckt, welche Charaktere so in den letzten, sage ich jetzt mal, Wochen beworben worden sind. Und mir fällt verstärkt auf, dass da momentan meiner Meinung nach so ein kleines Kreativitätsproblem herrscht. Und selbst Charaktere, die eigentlich gut durchdacht sind, fallen schnell in so ein Loch rein. Und da habe ich mir einfach gedacht, da, um auch meine persönliche Storyline ein bisschen zu erweitern und natürlich auch die von Philly, alle, denke ich, die im Forum so unterwegs sind, kennen unsere beiden neuen Charaktere. Das ist einmal Ken und einmal Shiro. Die besitzen eine spezielle Besonderheit, eine spezielle Eigenart, dieses Kagune, angelehnt so ein bisschen, zumindest vom Aussehen her, an die Fertigkeiten aus Tokyo Ghoul, Schrägstrich Dead Man Wonderland. So eine Mischung aus den beiden. Wir haben vor,
diese Besonderheit auch anderen zur Verfügung zu stellen. Das wird wie folgt wird das ablaufen. Für diejenigen, die die Story von Ken und Shiro nicht kennen, das ist halt praktisch eine Krankheit, ein Gendefekt, der angeboren ist, und dieser Gendefekt alleine macht noch nichts, aber in Kombination mit einer speziellen Droge entwickelt sich halt dieses Kagune, diese Absonderheit. So, und weil dieser Gendefekt halt so selten ist, zum Beispiel Shiro wurde mit dem Gendefekt schon geboren, mein Ken wurde gezüchtet mit dem Gendefekt entsprechend, um dem dann bewusst sowas zu verleihen, diese Besonderheit. Und so wird es sein, dass diese Direktoren von diesem Projekt Zero, so nennt sich das, die auch für Ken und Shiro verantwortlich waren, davon gibt es noch einige, dass die eben, nachdem das Projekt halt vom damaligen Mizukagen halt gestürzt worden ist, beziehungsweise gestoppt worden ist, werden die sich außerhalb von Kirigakure versuchen, was Neues aufzubauen. Woher die finanziellen Mittel kommen, das werde ich in RPG auch so ein bisschen zu einem Plot bauen. Und dann darf es da, durch den Steph-Bescheid angenommen jetzt, darf es da eine Organisation geben mit neuen Trägern von diesem Kagune. Wenn jemand Interesse daran hat, ich meine auch die beiden Animes bzw. Mangas, also Deadman Wonderland und Tokyo Ghoul, die bieten auch jede Menge Aufsehen, die richtig gut sind. Und auch jede Menge Ideen für irgendwelche besonderen Kagune und Fähigkeiten. Und ich hoffe, das ist für euch kreativer Anreiz genug, auf das Konzept zurückzukommen, weil im Verlaufe von der Story mit Ken und Shiro haben wir natürlich vor, den Mizukagen oder nach Akten zu fragen, was mit den Direktoren von Projekt Zero, die überlebt haben, was mit denen los ist, und da halt versuchen, auf die Spur von denen zu kommen und dann natürlich auch rauszufinden, dass es da noch andere wie sie gibt, und dann natürlich als persönliche Storyline für die beiden Charaktere, beziehungsweise dann auch für Storyline für diese neuen Charaktere von euch. Ja? Habt ihr da Interesse, quatscht mich bitte an. Und ich versuche euch da bei einem möglichen Konzept zu helfen. Bedenkt, dass ihr geschlossen in dieser Organisation anfangen werdet zu spielen. Und diese Story praktisch sehr, sehr dicht ist und sehr komplex ist. Obwohl es ein Konzept ist, was für sich eigentlich geschlossen ist. Also es ist jetzt nicht so praktisch so tausende Welten und tausende Storylines, die ineinander verwurzelt sind, so wie jetzt bei der Dunkelheit, bei dem Konzepten oder bei den Hikaris, sondern es ist so für sich eine geschlossene Storyline, die aber natürlich auch jede Menge Input von euch dann verlangt, um noch weiter zu wachsen. Und ich hoffe einfach, dass es ein, zwei Leute gibt, die darauf Bock haben und die auch die nötigen Fertigkeiten mitbringen, das RP mit solchen Konzepten zu bereichern. Gut, dann hatten wir noch eine kleine Ausnahme. Das war die Shōrai Kirin-Ausnahme von Marius. Ich mach's relativ kurz, weil ich schon so viel gesabbelt habe. Wir haben beschlossen, dass ein Shōrai schon so viele Besonderheiten hat mit dem KG an sich und mit diesem schwarzen Reiton, was verstärkt ist. Und da brauchst du jetzt nicht noch das Kirin dazu. Vor allen Dingen hast du bestimmt hundertprozentig hast du da einen Verständnisfehler. Das Kirin erschafft, also das Kirin macht nichts anderes, als dir die Möglichkeit zu geben, einen echten Blitz, der praktisch aus dem Himmel beschworen wird, oder die Energie aus den Wolken zu kontrollieren, in eine Form zu packen und zu steuern. Ja, mehr macht das nicht. Und daraus kannst du auch keine anderen Jutsu praktisch entwickeln, weil du kontrollierst das Kirin bloß, ja. Das ist keine Technik, die du mit einem Chakra-Verbrauch praktisch erschaffst und jetzt daraus noch unzählige Variationen bauen könntest. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es, wie gesagt, echt der Blitz. Aber das tut an der Ausnahme nichts zur Sache. Wir finden einfach, dass Kirin von RPG-Start wie Ausnahme für ein Shōrai, das ist einfach zu viel. Wir hoffen, du kannst die Entscheidung ein bisschen nachvollziehen aus Balance-Sicht. Ob du dich vielleicht in RPG daran trauen kannst und es von jemand erlernen kannst, das kann ich dir nicht sagen, weil ich weiß nicht, wer das Kirin
momentan in RPG noch hat. Gut, das war's zu MK. Ein paar Dinge noch in persönlicher Sache. Einmal Eternal King of the Hill, brauchen wir noch ein Männlein oder ein Weiblein und dann können wir die Sache starten. Je nach Zeit der Einzelnen vielleicht schon nächste Woche. Müssen wir dann mal sehen. Die Matches wurden auch schon ausgewürfelt und das verspricht eine spannende Runde zu werden. Mal sehen, ob der gute Tim seinen King of the Hill Titel halten kann. Der neue King of the Hill, der bekommt sogar noch eine Bonusfarbe dann, hatten wir beschlossen, also ein extra Bonusrang im Forum. Und ja, dann Hinweis zur Roleplay Convention 2016. Hotels sind immer schwerer zu bekommen für die RPC jedes Jahr. Selbst wir hätten vielleicht schon mal ein halbes Jahr früher vorreservieren sollen, was natürlich aber nur schwer möglich ist, wenn man seine dienstlichen Verpflichtungen noch nicht kennt, so früh. Deshalb, wenn ihr Bock auf die RPC habt, schaut euch schon mal nach einem geeigneten Hotel um. Wir werden nicht mehr den Luxus haben wie letztes Jahr, wo Philly das alles organisiert hat, dass wir in einem Hotel alle zusammen sind. Das finde ich persönlich, würde das auch schöner finden, weil das einfach ein bisschen lockerer ist. Da kann man abends zusammensitzen und so weiter und muss nicht jeder hetzen, dass er in seine Zimmer oder in seinem Hotel einchecken kann. Wie gesagt, von unserer Seite aus, also Philly und ich werden mit großer Wahrscheinlichkeit mit unserem Kleinen auf jeden Fall auf die RPC fahren. Wer sich da anschließen möchte, auf jeden Fall gerne. Wie gesagt, bemüht euch um ein Hotelzimmer. Wer unbedingt da noch etwas mit uns doch absprechen will und erkundigen möchte, in welches Hotel wir dann gehen und so weiter, bitte uns anquatschen. Organisiert euch wieder für die Fahrerei. Philly und ich können dieses Mal niemanden mitnehmen im Auto. Letztes Mal sind ja Matthias und Tim zusammen mit Mario mitgefahren. Mario wird uns auch dieses Jahr bzw. nächstes Jahr dann wieder begleiten. Da unser Kleiner eben mitfährt, ist das Gefährt dann voll. Ich wollte jetzt keinen Bus für die Aktion kaufen. Dann sei gesagt, dass wir nicht als Aussteller auf der RPC 2016 da sein werden. Das liegt einfach daran, dass die Spenden nicht so hoch sind, als dass wir irgendetwas in Anspruch nehmen können. Es sind jetzt knapp 260, 270 Euro, die da bei rumgekommen sind bisher. Das wird bis März, April, Mai nächsten Jahres nicht auf 700 oder mehr angewachsen sein. Das, weshalb ich beschlossen habe, sollten jetzt Spenden nochmal kommen, dann danke dafür. Die werde ich dann dazu verwenden, um sie ins Forum zu investieren. Ich habe jetzt von dem Spendengeld auch unsere Domain, unseren Webspace und so weiter schon mal wieder für ein paar Monate bezahlt. Das heißt, das Geld, was ihr gespendet habt, wird einzig und allein für Eternal-Zwecke verwendet werden. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Genauso, wenn wir auf der RPC dann sind und die Leute, die kommen, die haben ja auch, die meisten, die da gewillt waren zu kommen, haben ja auch schon was gespendet. Dann können wir mal gucken, was wir mit dem Geld noch machen, ob wir vielleicht sagen, was weiß ich, wir gehen dann nochmal essen dafür oder wir machen nochmal RPC-T-Shirts im Vorfeld, einfach so, die stelle ich dann und bezahle die dann halt von dem Geld. Da müssen wir dann aber nochmal sehen, ich mache mir da ein paar Gedanken zu. Oder natürlich, das Geld wird investiert für eine andere Idee, die ich habe. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich suche momentan einen Webmaster, der sich ein bisschen mit Webdesign und so weiter auskennt, auch mit Server-Domain-Kosten und so weiter. Ich habe
die Idee gehabt oder ich habe vor, dieses Eternal Community-Ding ein bisschen auszuweiten. Das bedeutet, vor unser Forum praktisch die Eternal Community-Seite zu machen. Ist praktisch losgelöst von unserem Forum, wird die einzelnen Community-Bereiche dann abdecken, die wir dann haben, also praktisch unser RP-Forum als Element verlinkt, einmal die Final Fantasy Gilde verlinkt, mit der wir aktiv sind, und dann auch vor allen Dingen Heroes of the Storm. Über die Community Page werden dann auch die King of the Hills ablaufen. Ja, das heißt, die King of the Hills, die werden dann auch Eternal Naruto RPG geschlossen ablaufen. Da werde ich so eine Turnierübersicht kreieren mit Matchmaking und alles. Wird dann das Draft-System soll in die Seite integriert werden. Für den Eternal King of the Hill bzw. Eternal Naruto RPG King of the Hill kann man sich dann auch nur anmelden, wenn man Mitglied vom Eternal Naruto RPG ist. Und gleichzeitig will ich auch über die Plattform dann Amateurturniere organisieren in Heroes of the Storm. Die HOTS-Leute haben es ja mitbekommen, dass ich mich versuche, auf Rang 1 die ganze Zeit zu kämpfen. Ich habe auf dem Weg, da ich scheinbar doch gar nicht so schlecht spiele, habe ich schon zwei, drei Leute kennengelernt, die richtig, richtig gut sind. Darunter auch einen Profi, also der mit Heroes of the Storm praktisch seine Brötchen verdient, also der das hauptberuflich macht. Und deshalb hatte ich auch mit die Idee, dann vielleicht auch so, wie gesagt, so Amateurturniere zu organisieren, da auch Rankings zu machen, ein Ladder-System, halt ähnlich wie es die Electronic Sports League macht. Ich bin da auch mit einem Admin von der anderen Community-Seite, die so eine neue Liga praktisch nächstes Jahr an den Start bringen, bin ich da auch in Kontakt mit. Eine Liga wird es bei uns nicht direkt geben, aber halt so Turniere, dann auch natürlich mit Preisgeldern und so weiter. Diese von dieser Liga, die werden dann wahrscheinlich die Seite auch sponsoren. Das heißt, ich kann dann auch Preisgelder anbieten und so weiter. Die sind auch von pizza.de, sind die gesponsert. Das heißt, die haben natürlich dann auch ein bisschen andere Möglichkeiten. Und das ist dann auf jeden Fall ganz cool. Wir werden dann in den Turnieren, die wir selbst organisieren, werden wir natürlich mit einem eigenen HOTS-Team dann auch noch vertreten sein. Das Ganze kann man dann natürlich auch ausweiten, dann Eternal-technisch vielleicht auf dieses Counter-Strike. Das spielen ja einige von uns und noch ein paar andere Sachen, vielleicht Hearthstone oder so irgendwas. Aber das ist so die Idee, die da war. Ich brauche auf jeden Fall aber einen fähigen Webdesigner, der natürlich das Ganze nicht umsonst macht, weil ich habe da sehr, sehr strikte Vorstellungen und der Webdesigner muss auch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Ja, das reicht nicht, wenn man keine Ahnung, mit irgendwelchen vorgefertigten Kits da nur arbeiten kann, sondern der muss ein bisschen Zeug auch meinen Wünschen entsprechend erstellen können, und deswegen wird das Ganze dann auch vergütet. Ich meine, bevor ich das Geld irgendjemanden in Rachen schiebe, den ich nicht kenne und da irgendjemanden anheuere, will ich es doch lieber jemandem geben, den ich aus der Community kenne oder den ihr empfehlen könnt, der das ein bisschen drauf hat und der zuverlässig ist, weil die Seite muss natürlich auch gepflegt werden. Ja, ich persönlich, ich habe nur relativ beschränkt Ahnung von HTML, CSS und was auch immer es alles da gibt. Deswegen, ich werde genug damit zu tun haben, das ganze Zeug zu organisieren und mir da nochmal ein Team dafür aufzubauen. Und da will ich die Seite, die Verwaltung, das Webmaster-Zeug eben einem komplett alleine überlassen. Also, wenn ihr da jemanden habt, bitte PN an Philly oder mich oder unter den Thread. Und wenn ihr, vielleicht seid ihr auch zu zweit und habt da Bock drauf, dann teilen wir euch das auf oder so irgendwie. Da finden wir schon eine Lösung dafür. So, das war's jetzt zur MK. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten, und wir sehen uns dann zur nächsten MK am Sonntag, ich glaube, das ist die letzte vor unserer Steph-Pause. Yep, das ist sie. Und deshalb wird sie auch live auf Twitch gemacht. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vor der Steph-Pause noch mal was auf dem Herzen habt, einfach rein in die
In den entsprechenden Thread oder via PN. Es wird auch wahrscheinlich, Philly wird da gleich die Übersicht auch noch posten mit dem Datum und mit der Uhrzeit. Und dann hoffe ich, dass ihr vor Weihnachten nochmal vielleicht die ein oder andere Frage habt. Auch Eternal Community technisch gerne an mich. Ich werde versuchen, über die Weihnachtstage, sofern ich Zeit dafür habe, am Forum ein bisschen was zu verändern, beziehungsweise ein bisschen was mehr auszuschreiben. Und so, es wird dann, ob es nochmal eine MK am 20. dann geben wird, das steckt noch in den Kinderschuhen, das kommt ganz drauf an, wie motiviert die Leute danach sind. Aber auf jeden Fall nochmal zurück zum Thema, ein bisschen Ausarbeitung, die Götter-Timeline-Geschichte ist schon ziemlich weit fortgeschritten, die werde ich fertig machen. Balance-technisch gucken wir, dass wir da ein bisschen mehr aus dem Knick kommen. Und dann, wenn sich diese Turmsituation endlich gelöst hat, dann wird auch das RP endlich wieder richtig vorangehen. Ich freue mich und bis denn.